ist mein Videoblog. Und genau, wenn du auch solche Fragen hast, wie gleich, dann kannst du über ein Formular auf liebeschip.de einreichen. Heute haben wir eine zweite Mail. Ich werde da den Kontext gleich noch ein bisschen herstellen. Es geht auf jeden Fall um das Thema, was ist, wenn der Mann zu needy ist? Also Gesellschaft sagt ja immer, Männer dürfen sich auch für Frauen benehmen und es gibt keine Männer- und Frauenrollen mehr und es gibt keine Neediness mehr, es gibt alles nicht. Und ja, bis dann die Realität reinbricht und es auf einmal doch alles gibt und auf einmal alles Riesenprobleme macht. Ich habe die Welt nicht gemacht, ihr könnt, oder wer auch immer, kann mir tausendmal sagen, ich bin konservativ, altmodisch, ist mir scheißegal. Bin seit Jahrzehnten im Geschäft, ich weiß, was funktioniert und was nicht. Und das ist, geht nicht mal eben mit irgendeiner Mode weg irgendwie. Aber gut, wie auch immer. Genau, gehen wir in die Mail mal rein von Anna Cevkola. Hallo Christian, ich habe dir schon mal eine Mail geschrieben. Video mangelnde feminine Polarität für Fremdgehen des Mannes. Werde ich auch mal verlinken. Da war das Thema, dass die Schreiberin hier sehr zeitintensive Hobbys hat. Hundetraining, Pferdetraining. Und da haben wir ein bisschen rausgearbeitet, naja, also wenn jetzt so gar keine Zeit ist für einen Mann, dass der dann, ja. Und der Mann hat sich auch beschwert, Frau wäre nicht in ihrer femininen Polarität und dass das halt Probleme machen kann. Und letztlich ist es keine Entschuldigung dafür, aber letzten Endes ist dann der Mann halt zumindest emotional fremdgegangen, das war nicht so richtig ob mehr und genau. So, macht der Hund hier wieder die Türen auf. Okay. So, ich bin sehr dankbar für die Beantwortung und allgemein deine Arbeit auf deinem Kanal, welche wirklich sehr wertvoll ist. Vielleicht ist es ja interessant, wie es weiterging. Ich sage euch mal wieder, Leute, macht die fucking Kurse, guckt euch nur die Videos. Ich weiß, es ist so bequem und Komfortzone, aber diese harte Arbeit, also da wird so hart gearbeitet in meinen Kursen, das ist so toll, das zu sehen, wie Leute sich da weiterentwickeln. Fangt bei Modul 1 an, Umprogrammierungs-Liebeschips. Wenn ihr neu seid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach. Die kosten heutzutage so viel wie 3 Döner oder so, die Kurse. Ungefähr. Also gibt keinen Grund, da nicht mal ein bisschen Energie reinzugeben, ne? So, vielleicht ist interessant, wie es weiterging. Mein Mann und ich haben das ganze Affäre seinerseits, glaube ich, gut aufgearbeitet, lange und intensiv darüber geredet, wie es soweit kam. Und wir beschäftigen uns seitdem auch viel mit dem Thema Psychologie. Also grundsätzlich empfiehlt sich bei Fremdgehen auch mal Paartherapie zu erwägen. Bindungstypen, Polarität und so weiter. Mein Mann bereut das Ganze sehr und gibt sich seitdem unglaublich Mühe. Er ist wie ausgewechselt und wieder der Alte. Wir haben für uns jeder einiges erkannt, warum wir wie reagieren und was unsere Themen dahinter sind. Wir arbeiten beide dran. Allerdings habe ich das Gefühl, dass mein Mann seine männliche Polarität, die er immer hatte, irgendwie verloren hat und auch eine extreme Verlustangst entwickelt hat. Ja, wie ich das hier gelesen habe, habe ich so gedacht, das ist ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten. Also was ein Mann, der fremdgegangen ist und nicht in seiner Polarität ist. Das ist wirklich scheiße, ne? Und extreme Verlustangst ist aber auch in der weiblichen Polarität, ist es nie polar irgendwie, ne? Das sollte man echt angehen. So Verlustangst ist so unsexy auf die Dauer. Ich hingegen scheine wohl zumindest aktuell in die Vermeidung zu gehen und weiß gar nicht so recht, warum. Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen, dass wenn einer komplett in die Verlustangst geht und immer zieht und ich will jede Sekunde mit dir verbringen, da muss man gar nicht vorher bindungsängstlich gewesen sein, dann wird man bindungsängstlich, dann sagt man, hey, du erdrückst mich, ist mir einfach zu viel, das ist unsexy und ja, das sind, wie ich immer gerne sage, so kommunizierende Röhren, ne, sagt man in der Physik, so ein Paar, ne, wenn das wenn beim einen das Wasser hochsteigt, dann fließt es beim anderen raus irgendwie, ne, also das ist, sind halt so Paardynamiken, da kannst du nichts, also kann man natürlich was gegen machen, aber man muss auch gegensteuern, man muss auch sagen, ich kann diese blöde
Neediness, die kann ich mir einfach nicht leisten irgendwie, ne? Aber es kommt ja mal bald, also ein paar Monaten kommt mein Buch raus für Langzeitbeziehungen. Lang lebe die Liebe, wird es heißen. Und übrigens war eine Idee aus der Community, die Person wird natürlich so ein Buch bekommen, auf jeden Fall. Fand ich sehr cool. Und genau. So, müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Auf jeden Fall, ja, haben wir schon kontaktiert. Meine ich zumindest. So, bevor das mit seiner Affäre war, war es auch schon so, dass ich mich immer mehr zurückgezogen und an einer Beziehung gezweifelt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass unsere Werte und Vorstellungen vom Leben immer mehr auseinandergehen. Ja, das ist so, was ich immer wieder sage. Das reicht nicht, die Affäre zu bearbeiten, sondern das Nächste ist dann, ich habe da auch lange Videos drüber gemacht, ist auch Teil in meiner Paartherapie-Ausbildung, die übrigens in einer Woche losgeht, die Online-Ausbildung, vielleicht willst du da noch mitmachen. Da rede ich ganz viel über Umgang mit Fremdgehen und ein großer Punkt ist eben dann zu gucken, warum ist das überhaupt passiert, nicht als Entschuldigung für Fremdgehen, aber was ist mit der Beziehung los und da seid ihr jetzt. Ne? Und Frauen zweifeln halt auch in der Beziehung, wenn der Mann zu needy ist, also könnt ihr mich für schlagen und foltern und auf dem Scheiterhaufen verbrennen, ich werde das immer wieder sagen, es ist, wie es ist. Ja. So, durch seine Affäre habe ich aber gemerkt, dass da doch noch starke Gefühle sind, denn mir ging es wirklich sehr schlecht. Ja, da bist du in die Verlustangst gekommen und jetzt ist es wieder zurück zu normal, ne? Also nicht normal, aber wie es vorher war, ne? Nachdem wir uns zusammengerauft haben, lief es eine Zeit lang ganz gut und stecken wir aktuell wohl in der größten Krise, die wir bisher hatten. Ja, das ist jetzt die eigentliche Krise, ne? Wahrscheinlich gar nicht das Fremdgehen. Wenn er nicht da ist, kann ich ihn vermissen. Wenn er da ist, habe ich das Gefühl, erdrückt zu werden und möchte einfach nur Abstand. Ich merke auch, dass ich dadurch manchmal Streits provoziere, um Abstand herstellen zu können. Ich kann überhaupt nicht erklären, woher das kommt. Das ist einfach zu erklären. Das ist dir einfach zu viel. Das ist dir einfach zu viel. Ne? Also, dein Mann ist fremdgegangen. Da möchtest du den vielleicht lieber beschimpfen und ich weiß nicht was. Und da musst du ihn beruhigen, dass du ihn nicht verlässt, obwohl er dich ja so halb verlassen hat. Also, das ist halt echt anstrengend, ne? Ich versuche daran zu arbeiten, aber aktuell nervt mich einfach alles an ihm und ich spüre überhaupt keine Anziehung mehr. Ist die Liebe einfach weg? Ja, scheinbar ja nicht, aber dein Mann muss dringend aufhören, an dir rumzuhängen. Der muss sein eigenes Ding machen, der muss diese Verlustangst bearbeiten, der muss wieder, ohne fremd zu gehen, cool werden, sein Ding machen. Da reden wir jetzt noch nicht mal groß von Männlichkeit, sondern einfach wieder Luft herstellen in der Beziehung, ne? Abstand herstellen. Ne? Also eine Beziehung ist nicht nur Nähe. Ne? Jörg Willi, der bekannte deutschsprachige Paartherapeut aus der Schweiz, glaube ich, nach seiner Rente, der ist 8 Stunden aus dem Haus gegangen, weil er sagt, hey, wir brauchen den Abstand. Ne? Das bringt nichts, wenn wir den ganzen Tag aufeinander hängen. So, ne? Das sind Beziehungsdynamiken, da kann man nichts machen. Da kann man nur sagen, okay, müssen wir. Also man kann natürlich was machen, aber nicht durch Reden, sondern durch Abstand. Ne? Erdengänger hat starke Verlustangst, was er auch so benennt. Er will jede Minute mit mir zusammen verbringen, möchte ich mal was mit einer Freundin oder Kollegin unternehmen. Ist das Drama groß, es ist unfassbar unsexy. Ich habe die Welt nicht gemacht, Leute. Man kann das auch nicht entscheiden, was man sexy findet oder nicht. Es ist einfach unsexy, ne? Das ist, in so einem Kommentar gelesen irgendwo, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber da hat jemand geschrieben, er hätte 2 Profile angelegt auf Tinder. Eins, ich bin so ein ganz lieber Netter irgendwie und will eine Langzeitbeziehung und eins, ich komme aus dem Gefängnis und habe ein Aggressionsproblem und welches Profil hatte die? Deutlich mehr Likes als die anderen. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Die Welt ist einfach echt verrückt teilweise, wirklich. Mein zeitintensives Hobby Hundesport habe ich stark eingegrenzt auf 2 bis 3 Mal die Woche 1,5 Stunden. Immer noch eine ganze Menge, aber finde ich total okay jetzt. Und dann hast du deinen Teil getan. Also ich meine, du bist nicht fremdgegangen, du hast vielleicht zu viel Zeit außerhalb der Beziehung verbracht, aber vielleicht auch aus Gründen.
Hast du jetzt dran gearbeitet? Ich glaube, jetzt ist er dran, ne? Also er ist fremdgegangen und er ist zu Nini, sorry, ne? Er sucht extrem die körperliche Nähe, was für mich allerdings gerade echt schwer ist. Ja, man kann nichts begehren, was einem ständig ins Gesicht geschmissen wird. Du kannst nichts begehren, was ständig da ist, irgendwie, ne? Deswegen ist es, also gerade für Männer ist es oft so wichtig, dass sie so ein bisschen mehr laid back sind, ne? Und nicht, also schon, dass sie ihre Frau wollen und begehren und aber, dass sie nicht die ganze Zeit ja, ihre Frau im Gesicht sind, mehr oder weniger. Und du kannst, das geht nicht, ne? Zu viel Nähe, ne? Er wirft mir ständig vor, dass ich ihm nicht die Liebe gebe, die er verdient. Das hat mit Liebe nichts. Also erstmal ist er fremdgegangen. Hallo? Ich meine, er muss um die Beziehung kämpfen auch, ne? Du natürlich auch, aber das sind einfach Beziehungsdynamiken. Also du kannst eine menschliche Liebesbeziehung, kannst du nicht mit einer Beziehung zu deinem Hund, das ist was anderes, ne? Ein Hund, da kann man ganz viel Nähe haben und das ist was anderes. Oder dann Beziehung zu deinem Lieblingsspielzeug oder da sind halt nicht diese Dynamiken drin, ne? Hier sind die aber drin, ne? Ja. Und dass ich ihn nicht wertschätzen würde. Also wäre es nochmal fremdgegangen? Ich frage nur für einen Freund. Er würde sich quasi aufopfern, als er fremdgegangen ist. Oder wann? Für die Familie und ich danke es ihm nicht. Ja, weil er zu viel Nähe erzeugt. Es geht nicht. Es geht nicht, ne? Er ist sogar auf die Hunde eifersüchtig. Ach, da haben wir ja die Hunde, ja. Okay, wir streiten aktuell täglich über das Thema. Ja, wahrscheinlich, weil die auch unbewusst, sagst du ja schon, Distanz herstellen wollt, ne? Ihr braucht echt definitiv mehr Distanz, ne? Weiß ich nicht, vielleicht muss er mal an den berühmten schwedischen See gehen, den wir immer besprechen, oder du musst an den schwedischen See gehen, oder also so geht das nicht. Das könnt ihr nicht. Macht euch kaputt so, ne? Also macht eine Paartherapie vielleicht auch, ne? Ich versuche ihm Wertschätzung, Zeit und Nähe zu geben, aber es fällt mir super schwer. Ich habe wie eine innere Hemmung, verstehe es nicht. Also es ist so einfach zu verstehen, es ist einfach zu viel Nähe. Dein Mann soll wirklich. Er soll seine Kumpels aufraffen und soll, weiß ich nicht, muss ja nicht in den Club gehen, aber soll Fußball gucken oder Holzpfeile schnitzen oder ich weiß es nicht. Er soll einfach mal was anderes machen ohne dich, ne? Ich echt. Allerdings finde ich, was er fordert, auch nicht mehr gesund. Ja, ich verstehe dich da, ne? Er hat mittlerweile keine Freunde oder Hobbys mehr und zieht alles sein Glück und Lebensfreude aus der Beziehung. So unsexy wie die Wüste Gobi, ey, wirklich, ey. Ich habe viele Sachen ihm zuliebe gemacht, weil ich weiß, dass ihm das wichtig ist, auch wenn ich darauf eigentlich keine Lust hatte. Das ist People-Pleasing. Leute, macht den People-Pleaser-Kurs. Also fragst du, glaube ich, irgendwo auch, welche Kurse. Ich würde auf jeden Fall mal den Modul 4 wäre was für dich, glaube ich. People-Pleaser-Kurs. Modul 4 aber vor allen Dingen, glaube ich, denke ich. Co-Abhängigkeit und Bindungsangst. Ja. Allerdings weiß ich auch, dass wenn mir etwas wirklich wichtig ist, ich zu wenig Kompromissen bereit bin und dann auch versuche, das durchzusetzen, was sicher auch nicht immer richtig war. Ja, also ich höre jetzt so raus, dass du deine Strategie da verändert hast. Das finde ich auch gut. Ja, vielleicht warst du zu hart vorher, kann ich mir gut vorstellen, aus dieser ersten E-Mail. Aber er ist viel zu weich, ne? Also jetzt muss er mal nachziehen, ne? Und das bringt jetzt nichts, noch weicher zu werden, ne? Er hat aktuell sehr oft richtige Gefühlsausbrüche. Ist nicht männlich. Okay, verbrennt mich auf dem Scheiterhaufen. Es ist einfach fucking nicht männlich. Sorry, ne? Er sagt mir von morgens bis abends, wie sehr er mich liebt. Das hält niemand aus. Ich die tollste Frau bin und er so Angst hat, mich zu verlieren. Ja, weiß nicht, da werden die ganzen Woken-Feministinnen werden ja sagen, dass sie sich genau das wünschen und dann werden die Typen aus dem Gefängnis gedatet. Also sorry, es ist einfach nicht männlich, ne? So, ich habe ihm schon oft gesagt, dass er mich mit seinem Geklammer immer mehr wegdrückt, anstatt andersrum. Ja. Aber er hört nicht drauf, ne? Muss ihm vielleicht noch deutlicher sagen, ne? Oder du musst wirklich mal Distanz herstellen und sagen, es reicht, da gehe ich lieber wieder zum Hundesport, als mir das, sorry, es reicht. Entweder du sorgst für die Distanz oder ich, das geht nicht, ist zu viel, ne?
Aber er ist der Meinung, nur so ist es richtig, wer es eben so fühlt und er mich deshalb mit Liebe überschütten muss. Naja, letzte E-Mail, das ist ja so spannend bei euch, haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, wo du vielleicht ein bisschen egoistisch warst. Hier ist dein Mann auf so eine gewisse Art total egoistisch. Ne? Und das ist eigentlich schön, wenn man mal an den Punkt kommt, wo diese Teufelskreise sich entwickelt haben in der Beziehung. Nur da muss man auch Konsequenzen draus ziehen, kann ich sagen, ich mache das einfach weiter, was nicht funktioniert. Ne? Das macht keinen Sinn. Ne? Wir stecken aktuell in so einem toxischen Kreislauf, dass ich nicht weiß, ob und wie wir da rauskommen. Ich gehe auf Abstand, das triggert ihn und er rennt mir quasi hinterher und klammert. Ist das männlich? Glaub nicht. Das ist noch nicht mal, ich will auch nicht sagen, dass es weiblich, also feminin ist, auch in der femininen Polarität ist zu viel Neediness total wirklich, ne? Ich gehe, egal wie sehr ich versuche, ihm entgegenzukommen, versuche ihm Zeit, Nähe und Zuneigung zu geben. Das ist das Falsche. Das ist, als wenn du Benzin auf ein Feuer schüttest. Das ist doch eigentlich klar, ne? Ich meine, ich glaube, du siehst es auch, aber du setzt, oder ihr beide setzt es nicht konsequent um. Es ist zu viel, ne? Ich weiß nicht, wie ich da aussteigen kann, weil ich nicht mehr weiß, was mich da nicht so blockiert. Zu viel Nähe. War seine Affäre der Auslöser für meine Vermeidung? Nee. Aber jetzt ist er in die Verlustangst gekommen. Ich sage ja, das ist das Schlechteste aus beiden Welten. Jetzt ist er in die Verlustangst gekommen. Und vielleicht war er vorher schon so ein bisschen needy. Aber dann ist durch diese Affäre ist halt Abstand reingekommen. Also ihr müsstet eure Beziehung eigentlich ein bisschen antoxen. Das wird ein Kapitel sein in meinem neuen Buch. Aber können wir ja nicht alles besprechen. Ne? Ja. Das wird ein bisschen zu weit führen. Warum war ich dann vorher schon am Zweifeln? Ja, weil diese Dynamiken vorher schon da waren und auch Menschen, die sehr, jetzt meine, muss er dir sagen, warum er fremdgegangen ist, aber vielleicht wegen seiner Verlust, das ist auch so eine schräge Art, oder ich weiß es nicht, das muss er dir sagen. Aber es gibt es, dass Leute super needy und verlustängstlich sind und trotzdem, oder vielleicht gerade dann fremdgehen, das ist verrückt, ne? Aber so sind wir halt, ne? Oder er ist so. Aber die Probleme waren ja vorher schon da. Ne? Sind meine Gefühle deswegen weg? Ja, scheinbar nicht, weil sobald er auf die Distanz geht, kommen die ja wieder. Von daher habt ihr absolut eine Chance. Ne? Wie kann ich das rausfinden? Distanz, kontrollierte Distanz, Beziehung, antoxen. Vielleicht kannst du mit dem Begriff was anfangen. Also mehr Spannung reinbringen, mehr Distanz, aber da muss dein Mann auch mitziehen, wenn er die ganze Zeit wie so ein kleines Baby an deinem Rockzipfel hängt. Sorry, da kommen vielleicht Muttergefühle auf, aber keine Liebhabergefühle, ne? Kannst du mir sagen, ob und welche deiner Kurse für mich geeignet wären? People Pleaser, Modul 4. Dating ist ja aktuell nicht mein Thema. Finde deine Ansätze super und würde auch deshalb gerne einen deiner Kurse machen, der zu meinen Themen passt. Ja, also wenn dich meine Arbeit interessiert, wie gesagt, Paartherapie-Ausbildung geht los und auch meine erste Körpertherapie-Fortbildung, vielleicht ist das auch was für dich. Und ist im April, ist eine Live-Geschichte, biodynamische Körperarbeit, so grob nach Gerda Beusen, ja, einer meiner geheimen Fähigkeiten. Vielleicht hast du Lust, das zu lernen, so ein bisschen, dann kommen gerne diese Fortbildung oder halt in die Online-Paartherapie-Ausbildung. In diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, ja, guckt euch nicht nur die Videos an, lasst mir ein Like da oder es gibt richtig Ärger oder mein Finger auch ein Dislike oder einen Kommentar, unterstützt bitte meinen Kanal und wir sehen uns bald wieder. Ciao.